Die IT-Sicherheit ist ähnlich wie auch in anderen Bereichen eine Art Enabler, sage ich so. Ja, wenn ein Angreifer erfolgreiche Angriffe durchführen kann, die vielleicht Auswirkungen haben auf das, ja, die funktionale Sicherheit, zum Beispiel ein Fahrzeug beschädigen kann, Ladesäulen oder auch hinterliegende Infrastrukturen, ist das natürlich besonders kritisch. Aber auch aus Verbrauchersicht ist die IT-Sicherheit natürlich sehr, sehr wichtig. Wenn ein Angreifer beispielsweise erreichen kann, dass man auf die Rechnung eines anderen laden kann zum Beispiel und somit die Rechnung eines einen belastet wird und der andere kann vielleicht kostenlos. Und auch da ist es natürlich sehr wichtig, dass man IT-Sicherheitsmaßnahmen integriert und das von Beginn an tut. Also sogenannte Security by Design durchführt, Sicherheitsmaßnahmen in den Designprozess integriert und nicht erst nachträglich draufflanscht, wo dann öfters mal natürlich noch Probleme auftreten können, die man natürlich verhindern möchte. Schwachstellen kann man grundsätzlich überall finden, das ist sowohl in der Kommunikation, aber auch zum Beispiel in den Systemen selbst. Also beispielsweise wurde auf dem Chaos Communication Kongress letztes Jahr vorgestellt, dass ein Angreifer Ladesäulen sehr leicht manipulieren kann. Zwar sowohl zum Beispiel durch physikalischen Zugriff, irgendwelche Firmware-Manipulationen durchführen kann, aber auch Schwachstellen in der Authentifikation, Autorisation über die RFID-Karten ausnutzen kann und so zum Beispiel etwas erreichen kann, dass man auf die Rechnung von jemand anderem laden kann, beispielsweise. Ja, aber es gibt natürlich noch viel mehr Angriffspunkte und die müssen natürlich mit IT-Sicherheitsmaßnahmen adressiert werden. Da muss man natürlich sehr systematisch vorgehen, erstmal überanalysieren, welche Bedrohungen gibt es, was ist da auch für ein Risiko und dementsprechend auch, ich sage das immer so, ökonomische Sicherheitsmaßnahmen auswählen, die angemessen sind entsprechend der Bedrohungslage. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich die Absicherung der Kommunikation. Da kann man auf etablierte Technologien wie TLS aufsetzen, aber insbesondere auch Fragestellungen der Systemsicherheit. Ist das System zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Ladesäule bleiben, ist das denn auch sicher oder kann ein Angreifer, der zum Beispiel physikalischen Zugriff hat, sehr leicht Modifikationen durchführen, indem man einfach einen USB-Stick reinsteckt? Und da muss man dann überlegen, wie kann man denn das adressieren? Kann man beispielsweise ein Hardware-Sicherheitsmodul einbauen, zum Beispiel ein TPM 2.0, ein Trusted Platform Module, das überwacht quasi oder Funktionalitäten bietet, um die Systemintegrität zu überwachen. Das wären zum Beispiel Lösungen, die man integrieren kann. Und das könnte man dann an das Backend signalisieren, kann sagen, die Ladesäule ist zum Beispiel nicht mehr in einem vertrauenswürdigen Zustand, jemand das so manipuliert, dass man auf die Rechnung von jemand anderem lädt. Und das könnte man dann entsprechend reagieren, die Ladesäule zum Beispiel einfach deaktivieren, dass so etwas nicht vorkommen kann.